Hatsune Miku hat ein neues Secret Lair, nachdem das letzte eins meiner schlechtest gesehensten Videos ist. Gucken wir uns das hier nochmal an. Und mit diesem Hatsune Miku öffnen wir mal das wunderschöne Set the Stage for Something Amazing. Digital Sensation, das ist dieses Mal. Ich bin mal gespannt, weil... Ah, das ist ja kaputt. Nee, ist nicht kaputt, ist nur Kacke verklebt. Wir haben wieder diese lustigen Boxen. Hier steht wieder Hatsune Miku und wir haben wieder Japanisch vor uns. So, wie immer schwierig loszubekommen. Na komm, dankeschön. Ich bin so froh, dass sie die eigentlich nicht mehr benutzen, diese Zirkulärboxen. Oh mein Gott, bin ich happy, dass sie die nicht mehr benutzen. Ich sag nix zum Curling. Das könnt ihr euch selber ausmalen. Das ist ja crazy. Ja, wir haben 4 Mana, einen coolen Tutor. Der ist nice. Dann haben wir ein, keine Kreatur aus dem Friedhof, aus dem Deck suchen. Courts of Calling. Ein wunderschönes Artwork, wenn ihr mich fragt. Ähnlich auch wie hier. Wirklich cool. Dann haben wir ein Child of Alara in diesem wunderschönen... Sehr, sehr, sehr cool. Dann haben wir ein Song of Creativity, glaube ich, mit den Damen und Herren da im Hintergrund. Ein Soul Ring, auch sehr, sehr, sehr nice. Und ich glaube, das ist... eine Thespian Stage, mich alles täuschen. Das ist eine wunderschöne Thespian Stage. Und es passt thematisch so unendlich gut da rein. So schön. Ich meine, guckt euch das mal an. Ja, wie gesagt, ich kann mit Hatsune Miku nicht viel anfangen. Und ihr offensichtlich auch nicht. Beziehungsweise die gucken vielleicht schon. Aber wie gesagt, ich habe das andere auch aufgemacht und es war eins meiner schlechtesten Videos auf diesem Channel seit langem, weil Hatsune Miku halt einfach von den Magic-Lovern nicht gelauft wird oder sehr wenig. Und naja, Hatsune Miku-Fans gucken sich halt kein Magic an. Das ist leider ein Singular X, also ein Universe Beyond, das fehlen wird. Immer mehr. Zumindest in Europa. In Amerika ist das Ding wohl der absolute Renner und die ganzen Leute gucken das ohne Ende. Nur in Europa oder in Deutschland nicht. Da ist ein Command Tower. Oh mein Gott, ist der hübsch. Fuck. Ich hole den mal raus. Das ist ja nice. Ein Command Tower unten drunter zu haben, dass man wirklich nachher ein Hatsune Miku Commander Deck in Japanisch spielen kann. Gibt ja auch in Deutsch. Gibt ja auch, nicht in Deutsch, in Englisch. Deutsch gibt es leider noch keine Zirkulär. Aber in Japanisch immerhin. Aber hier ist der Command Tower. Mein Gott, ist der hübsch. Der ist wirklich, wirklich hübsch. Schon sweet. Ja, schon sweet. Secret Lair Hatsune Miku ist einfach eine coole Sache. Mir gefällt es sehr. Ich finde es cool, dass sie gemacht haben. Ich werde mir auch die anderen holen, wenn ich denn dran komme. Das ist immer ein bisschen schwieriger bei dem Hatsune Miku bzw. den Secret Lair Dingern geworden aktuell. Wie wir alle wissen, dementsprechend, ja. Was haltet ihr davon? Habt ihr schon die andere auch geguckt? Habt ihr die andere auch bestellt? Oder ist ihr das Einzige, was ihr macht? Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Black Seed. Ciao, ciao.